Aber wenn dann die 77-jährige Oma ankommt und hungrig ist auf Schwanz, dann ist das schon wieder Empowerment oder was? Ey, das ist ja der Wahnsinn. Zwei Folgen hintereinander, Brennpunkt, ohne Unterbrechung, ohne dass jemand todkrank im Bett liegt. Das ist stark einfach. Also ich bin bestimmt noch ein bisschen krank, aber ich liege nicht mehr so krank im Bett. Und es ist auf jeden Fall wieder die erste Ausgabe, mit der ich Corona-negativ bin. Mhm. Ich bin seit letzten Sonntag wieder negativ getestet, aber immer noch ziemlich am Rumhusten. Also es geht nicht richtig weg. Und mir haben auch viele Freunde berichtet, die auch Corona hatten, dass es halt sich noch hinzieht, immer noch rumhustet, manchmal noch wochenlang. Holy shit, Da bin ich gerade noch drin. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was wir komplett nicht bedacht haben? Wir haben 160. Ausgabe. Oh. Wir haben ja alle 10 Ausgaben immer so ein Special. Dann machen wir heute die besonders positive Ausgabe. Die wollten wir ja schon lange positiv, mal machen, ne? Stimmt, alles positiv darstellen. Außer dein Test. Berichten. Ja, der war negativ leider, das passt schon mal gar nicht. Ja. Aber wie geht's dir eigentlich, Robin? Ey, mir geht's so geil, ne? Das ist der Wahnsinn. Draußen scheint die Sonne. Ja, wir haben neue Obstacles gebaut. Letztes Wochenende, die Woche über fertig gemacht. Da hat der Basti sich richtig reingekniet. Es ist so geil, ja? Und draußen das Wetter, Tino, das Wetter. Und du konntest das Wetter ja jetzt wahrscheinlich auch genießen. Moment, Leute. Yes. Mir fällt gerade auf, es ist gerade richtig schön übersteuert, mein Mikrofon, weil ich noch vom Stream das so empfindlich habe. Das genießen die Leute gerade, weil das so geil ist. Mm. Ich stell's trotzdem mal runter, ja, damit das einfach besser an dich angepasst ist. Oh ja, vielen Dank. So. Viel besser, viel besser. Und die Woche über, da sind halt auch nur geile Sachen passiert. So, jetzt ja, ausnahmslos. Ah, schön. Das Beste ist natürlich dein negativer Test, ja. Das Zweitbeste ist, dass ich in der Sonne viel war. Mhm. Und das Drittbeste ist, weiß ich noch gar nicht. Das werden wir herausfinden in dieser Folge. Brennpunkt Internet, das super positive Special. Ausgabe 160, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebe Leute. Das ist so viel, ne? 160 Ausgaben, was wir schon für Sachen erzählt haben. Wir haben 160 Stunden lang einfach gequatscht miteinander und das vor allen Leuten. Ja, mehr sogar noch, wenn man die Brennpunkt-Hörerwünsche mitzählt. Stimmt, die wir auch noch nachholen müssen. Ja, den einen auf jeden Fall, aber ich glaube, sonst sind wir gerade gut up to date, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergesse. Dann können ja unsere positiven Brüß, wie ich jetzt die coolen Leute in den Zuschauerrängen immer nenne, die können ja gerne korrigieren. Ey, da war doch noch dieser Hörerwunsch oder so. Aber ich glaube, wir haben nur noch den einen von Vincent offen. Oder kauft euch einfach neue. Ja, das könnt ihr natürlich sehr gerne machen. Idealerweise gebt ihr uns irgendwie über Instagram oder irgendwo, wo man reicht uns ja überall, einfach vielleicht nochmal Bescheid geben, damit wir das auch gleich checken. Und nicht, also ich schaue jetzt nicht so oft auf meinen PayPal-Account. Ja, das echt ist dann nicht? Vielleicht schon. Einmal die Woche oder so. Und oder wenn so. Ihr mich seht auf der Straße beim CSD oder so, einfach ansprechen, drückt mir ein Zwanni in die Hand und es geht seinen Gang. Genau. Schön, Tino, schön. Ja, die ersten tollen Nachrichten. Ich habe jetzt gar nicht so viel Krasses. Ja, es war eine ruhige Woche, aber ich habe auch noch so ein paar Sachen, die mich persönlich so, weißt du, da kann ich noch mal einen kleinen Schwank erzählen, sag ich mal. Ja, mach mal. Ja, also ich habe auf jeden Fall das ein oder andere Medium die Woche konsumiert, wo ich mal drüber reden wollen würde. Aber das Beste diese Woche, ich hatte wieder mal ein bisschen Austausch mit meinem Vater, ja. Das ist jetzt nicht die öfteste Sache gewesen, auch über die Pandemie, weil ich dann halt auch so ein fauler Sack bin und dann auch nie anrufe, weil anrufen ist auch nicht so mein Medium. Mhm. Und der hat sich in seiner Wohnung einen Garten gezüchtet. Ja, so ein extra Zimmer sich angelegt und da gepflanzt? Nee, es sind halt irgendwie 50 Töpfe oder so. Es ist halt echt so, also das ist ja bei uns in der Familie liegt das ja, das ist Tradition, dass wir alle nicht so wohlhabend sind. Und da jetzt steigende Lebensmittelpreise,
Was ich, also das ist ja auch super geil, ne, dass die Lebensmittelpreise steigen. Ich gönne das den Leuten auch, dass die ja eventuell den Gewinn erhöhen können dadurch auch die Supermärkte. Und ich drücke denen auch ganz doll die Daumen, dass falls irgendwie Ressourcen wieder billiger werden und der Krieg irgendwie gelöst ist und auf einmal Produktionskosten wieder senken, dass die Supermärkte das einfach beibehalten, dass alles teurer ist, damit die mehr Gewinn machen. Das würde ich denen wirklich gönnen. Das ist ja super. Und da hat mein Vater sich gesagt, Moment, das ist teuer, da gehe ich jetzt mal den Weg zum autarken Leben und habe hier ganz viele Töpfe. Also er hat jetzt wirklich erzählt, wie er alles Low-Budget bzw. No-Budget gemacht hat. Also die Töpfe irgendwie nicht weggefunden, aber halt irgendwie geschenkt bekommen oder halt alte Töpfe irgendwie von der Tafel oder sowas, keine Ahnung. Oder aus dem Friedhof geholt. Genau, also die braucht da ja keiner, ne? Die Blumen, nee. Die Blumen legt man ja eh aufs Grab und dann kann man auch diese komischen, was sind denn das eigentlich für hässliche Blumentöpfe, diese länglichen, wunderschöne Blumentöpfe, diese länglichen auf dem Friedhof. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, die kenne ich auch, diese grünen, ne? Die sind so wunderschön. Ich habe noch nie eine ganz tolle Analplug-Form gesehen. Und er hat sich halt selbst das Wasser aus dem Brunnen geholt. Und jetzt hat er halt angefangen. Auch noch, krass. Er hat halt angefangen, da alles Mögliche zu züchten. Erdbeeren, ja, und Kräuter und so ein Scheiß. Und Cannabis. So wundervolle Dinge. Und das Genialste daran ist, dass er so ein automatisches Bewässerungssystem installiert hat. Ich war noch nicht vor Ort. Ich muss mir in das der noch Wohnung. Angucken. Ja, ja, pass auf. Er hat irgendwie Flaschen aufgeschnitten und da Wasser reingefüllt, aber das so irgendwie unten verstopft, dass halt so nach und nach durch die Erde das so durchsickert und das dann quasi so tröpfchenweise, immer wenn das irgendwie sich durchweicht, kommen dann so tröpfchenweise, dann steigt immer so eine Blase auf und dann kommt quasi der nächste Tropfen Bewässerung rein, sodass er halt auch einfach eine Zeit lang nicht da sein kann und es sich selbst bewässert. Hammer. Voll der DIY-Mensch, ey. Ist dein Vater für ein Klima zufällig? Leider nicht. Ah, das wäre so schön. Ja. Aber ich frage mich gerade, wenn alle Leute wegen der steigenden Lebensmittelpreise selber anbauen und züchten, ob man nicht auch anfangen, selbst Benzin herzustellen, weißt du? Dass man selber in seinem Garten und seinem Hof so ein Loch bohrt und hofft, dass man auf Öl stößt. Das wär's. Benzin-DIY, das wäre doch großartig. Oh, warte mal, wo du gerade Finn Kliman erwähnst, der hat hier einen neuen Post gemacht noch vor 4 Tagen, den hast du auch kommentiert. Vielleicht mal mit der Wahrheit probieren, LG sehe ich hier. Guten Tag, mein Name ist Finn Kliman und die meisten von euch mochten mich vor 4 Tagen mehr als heute. 10.000 Nachrichten, Fragen über Fragen, ein riesiger Knoten im Kopf. Alle Leute erwarten zu Recht Aufklärung. Diesmal nicht wieder mit einer überhitzten Aussage, nachdem ich frisch überrollt wurde. Ich verspreche euch, ich kann und will antworten, aber ich brauche Zeit, bis ich Klarheit über die Details habe. Bis bald. Der hat ja auch massig an Followern verloren, ne? Oh nein, hat das Joyce geschrieben, steht hier. Die Leute mit ihrer Joyce, ey. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, du. Ja, ich kenne auch Menschen, die sagen, dass sie ihm verzeihen, dass es schon wieder irgendwie alles wird. Und es gibt wohl Menschen, die machen Schlimmeres. Er hat ja auch irgendwie viele gute Sachen Menschen, gemacht, die was ja stimmt. Schlimmeres? Habe ich gehört. Der Putin, der darf ruhig die Ukraine haben. Weil der Hitler hat ja auch mal, ne? Also solange Putin nicht behauptet, dass seine Waffen irgendwie aus Portugal kommen, aber in Wahrheit kommen die aus Bangladesch, solange ist er der Gute. Ja. Ja, gut, das auf jeden Fall zu meinem Vater Clint Fiemann. Das ist so Papa, ein Farmer. Papa Clint. Der Clint Fiemann. Fiemann, ach, halt's Maul. halt nicht Maul, halt dein wunderschönes, also das geht ja eh nicht an dich, das meine ich ja eher an mich selbst, egal. Wer auch sein Maul halten durfte in seinem Heimatland, das ist die Band Pussy Riot. Oh ja, das finde ich schön. Leute, die einfach mal still sind, die erheitern mich. Genau. Wer still ist, kann nichts Falsches sagen. Auf Deutsch die wütenden Vaginas oder auch nicht. Jedenfalls sind die ja seit Jahren schon, werden die schikaniert in Russland von der Regierung, weil sie auch regierungskritische Texte schreiben. Und ihre Konzerte wurden aufgelöst regelmäßig und so weiter. Das finde ich nicht gut, Tino. Heute gibt es hier keine Kritik. Heute ist alles einfach nur schön.
Nee, es kommt die gute Wendung. Und zwar ist eine der Musikerinnen, die heißt Maria, ist geflüchtet aus Russland. Und da Und hat sie einen zwar, Jesus bekommen. ja, genau, nee, sie ist als Lieferantin verkleidet aus Russland raus und ist dann nach Berlin, wo sie jetzt am Donnerstag ihr Konzert hat und alles ging gut. Geil. Ist doch großartig. Ich meine, ich finde diese Musik furchtbar. Ich habe da mal reingehört. Aber die Attitüde, die da haben. Also, ich würde sie mir auch mal live ansehen, die Pussy Riots. Als Zeigen die Vorband auch von die Pussy? Ärzte. Nee, das sind die nicht. Es gibt auch noch so andere irgendwie, die Femen, die dann so mit ihren Brüsten rumwackeln und dann sich erhoffen, dass ihre Messages ankommen bei den Leuten. Was ist die Message? Verschieden irgendwie. Das gibt es irgendwie für Frauenrechte, für Tierrechte, Klimawandel und so. Ach, Brüste gibt's für alles, das finde ich super. Quasi, es sind die Femen, genau. Okay, cool. Aber apropos, die Ärztetour hat begonnen. Die Die Ärzte sind Ärztetour hat live. begonnen, Tino. Das ist sehr richtig. Ich habe auch schon erste Aufnahmen mir angeschaut in sehr kleinen Clubs und ich kann Ja. sagen, die haben Bock. Die haben Ja. Bock. Und ich habe auch Bock. Du bist auch zu einem Konzert, ne? Zwei sogar. Oh, ich bin zu dreien Konzerten. Oh ja, also Eins one mehr up als mich du. halt, komm. Haha. Ich dachte, du hast nur eins, aber willst du verraten, wo du bist? Ich bin in Köln und in Erfurt. Ja, ich bin auch in Erfurt, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin. Aber ist das auch so ein kleines Ding, was du dir da ergaunert hast, oder ist das so ein Ich Riesending? glaube nicht. Das ist quasi heute in einer Woche. Ei, das ist ja schon nah. Ich glaube, wir haben Tempelhof und Columbia-Halle in Berlin. Ja gut, das sind dann schon riesige Events. Ja, wir haben die Kleinen nicht bekommen. Wir wollten eigentlich so in die ganz kleinen Lädchen gehen, aber die Karten waren so schnell weg. Wir haben einfach irgendwas genommen und hatten aber wenigstens Erfolg, weil wir dachten, wir versuchen es mal mit drei Geräten gleichzeitig und hatten dann irgendwie drei Karten, also dreimal zwei Karten bekommen. Nee, zweimal drei Karten. Hä? Nee, dreimal zwei Karten. Jetzt stimmt's. Mit drei Geräten gleichzeitig. Genau. Ihr Wir seid dachten. fast so gut wie die Leute, die Karten auf Masse kaufen und die dann kurz vorm Konzert verkaufen. Das sind gute Nee, Geschäftsleute. das ist ja zu aufwendig. Die sind ja auch personalisiert, die Karten und so weiter. Und nee, wir dachten echt, wir kriegen maximal eins, so von den Konzerten, wollten halt alles probieren, weil es bei Rammstein schon nicht geklappt hatte. Und da haben wir gedacht, komm, jetzt machen wir mal auf alles. Und das hat dann funktioniert. Und zwar gleich dreimal. Das war dann irgendwie Zufall. Ist halt so. Ja, wir nehmen ein paar Leuten Karten weg, das kann schon sein. Aber es gab halt auch genügend Konzertkarten und genügend Tourdaten, finde ich. Okay, wir werden sehen. Also ich habe auf jeden Fall Bock, aber ich glaube, ich bin erst irgendwie Ende Juni oder so haben wir, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Müsste ich mal gucken. Wann ist denn Erfurt? Weißt du das? Ich dächte auch im Juni. Da habe ich Urlaub, da freue ich mich voll drauf. Da habe ich auch zweimal irgendwie Konzerte kurz nacheinander. Genau, die Ärzte kurz zweimal nacheinander irgendwie. In der einen Woche in Erfurt, danach nochmal in Berlin. Das ist also Oh. richtig kurz nacheinander. Ich bin halt auch einfach richtig gut. Ne? Ich habe gerade Ärzte Erfurt gegoogelt und da kommen natürlich Haufen Arztpraxen. Das Ja. habe ich jetzt überhaupt nicht bedacht. Hö, es gibt Ärzte auch in einem anderen Kontext? Verstehe ich nicht. Komisch. Ja, richtig Big Und Brain ich sehe Move. noch My Chemical Romance, da gehe ich mit Soulfang hin. Und The Chats sehe ich noch und Jimmy Eat World. Jetzt kommen alle Konzerte wieder, die abgesagt worden sind, auf ein Jahr. Das wird ziemlich heftig. Gucke mal, das ist erst im August, Tino. 18. 19. August. Echt so spät erst? Oh. Da bin ich im falschen Konzert. Ich habe noch Juni irgendein Konzert, dann war es doch nicht die Ärzte. Dann ist das vielleicht Köln im Juni? Ich glaube, Buffalo Bill, 4. Juni, 9. Juni. Irgend sowas werde ich dann schon sehen. Ja. Ja, schön. Die haben Bock, ich hab Bock. Geil. Ich habe außerdem noch anderes konsumiert diese Woche und Tino, ich habe dir ja davon berichtet. Fear the Walking Dead, eine Serie, die ich eh nur noch schaue, weil ich sie so absurd und schlecht finde. Aber heute ist ja eh alles super und es ist ja in seiner Schlechtnis wieder gut, ja, weil es sich selbst super ernst nimmt und nicht so ganz checkt, wie absurd das alles ist. Und ich habe dir auch neulich noch mal einen Clip davon geschickt, nämlich diese Wrestling-Szene. Oh, die war cool. Das war nicht mal die ganze, da hat noch ein mächtiger Endmove gefehlt, aber ich habe leider nicht die ganze gefunden. Und ja, die geht jetzt gerade weiter, ist irgendwie in der zweiten Hälfte, glaube ich, der siebten Staffel. Und da sind auch schon wieder so Momente. Es ist jetzt wieder Spoiler, Spoiler, aber ihr verpasst eigentlich auch nichts, wenn ihr es schaut. So. Zwischendrin war sie wieder besser, aber jetzt ist auch schon wieder richtig low. Und unter anderem
ist jetzt passiert, dass eine Protagonistin gebissen wurde und ihren Arm abgetrennt hat, aber vermeintlich nicht rechtzeitig genug. Und so hat sie die Infektion in sich, aber wird trotzdem nicht zum Zombie. Also keine Ahnung. Aber das Relevante ist, Tino, was hat sie jetzt mit diesem Arm gemacht? Den hat sie für wohltätige Zwecke gespendet. Nein. Sie hat den Arm innerhalb von so einem, ja, von so einem Metallkonstrukt an ihrem Arm dran gelassen. Also sie hat quasi die Haut und das Fleisch, alles ist weggerottet. Und dann hat sie jetzt diesen Skelettarm an ihrem, also ab dem Ellenbogen quasi so, an ihrem Arm dran und läuft halt so rum. Ist ja voll der CGI-Aufwand, ne? Na, das ist wahrscheinlich einfach nur so eine Prothese. Das ist nicht künstlich. Oder weiß ich nicht. Also halt je nachdem, wie die Shots so sind, kann man das, glaube ich, ohne CGI halt gut faken. Das hat sie ja toll gemacht. Also ich hätte wahrscheinlich meinen Arm auch erstmal behalten, hätte das den so zerkleinert, wenn Zombies gekommen wären, die immer so hingeworfen, die Teile vom Arm, um die aufzuhalten, damit die erstmal fressen. Ja, das ist ja so, wenn du die Zähne ausschlägst oder so oder einen Finger verlierst, musst du ihn ja auch mitnehmen, dass du ihn später irgendwie wieder einsetzen kannst. Vielleicht hat sie da auch noch Hoffnung. Ja. Aber es ist halt einfach nur so ein Skelettarm. Es ist alles so absurd, Alter. Ja, besser ist gar kein Arm. Besser Arm dran als Arm ab. Sie hat dann quasi so, also diese Prothese kann sie so mit, da ist so ein Reißverschluss und sie kann das so aufmachen und dann sieht man halt den Arm. Es ist alles so dumm. Sie groß. Bestimmt großartig. Eine ganz tolle Serie. Ja, sehr, sehr gut. Aber ich kann gerade nichts empfehlen. Ich habe diese Woche endlich mal einen Film gesehen, den man, der so Kategorie muss man gesehen haben, reinzählt. Und das ist The Mist. Passt auch ganz gut von der Überleitung, denn die ursprünglichen Staffeln 1 und 2 von The Walking Dead ist vom selben Typen, nämlich Frank Darabont. Da sind auch sehr viele ähnliche Schauspieler dabei, weil die halt sich so... Die kennen sich über viele Jahre, sind halt Friends so. Der hat die halt dann auch in die ursprüngliche Walking Dead-Serie reingeholt. Egal, The Mist ist ein Film basierend auf einem Stephen King, ich glaube Roman oder Kurzgeschichte, ich weiß es gar nicht. Und der ist insofern special, dass Stephen King gesagt hat, also das Ende wurde geändert im Film. Und Stephen King hat gesagt, Alter, das ist ja überragend, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und dieses Ende kannte ich leider und deswegen hatte ich immer nicht so den Drive, mir das anzuschauen. Aber ich habe es absolut nicht bereut, auch wenn da das CGI wirklich schlecht gealtert ist. Aber es ist ein richtig guter Film, finde ich. Ich kann noch was empfehlen und zwar die Serie Grace und Frankie. Ich glaube Amazon Prime oder Netflix, ich weiß gerade nicht genau. Das ist so eine Serie, die ist schon ein bisschen älter, aber die wird gerade abgedreht. Da ist gerade die letzte Staffel irgendwie on the way. Und da geht es quasi um zwei Ehepaare, also heterosexuelle Ehepaare. Und die beiden Männer sind Arbeitskollegen, die haben eine gemeinsame Anwaltskanzlei. Und sie machen quasi ein Abendessen zusammen zu viert. Und auf diesem Abendessen outen sich die beiden Männer als schwul. Und dass sie halt schon seit 20 Jahren eine Affäre haben. Und wollen sie jetzt scheiden lassen und wollen zusammenziehen und heiraten und so weiter. Und da geht es so ein bisschen quasi darum, zum einen jetzt um die Beziehung zwischen den beiden Männern, die jetzt aufgebaut wird und wie sie halt im hohen Alter erst mit dem schwulen Leben so richtig klarkommen und dass auch irgendwie die Problematik des schwulen alten Mannes gezeigt wird, aber eben auch die Freundschaft. Das klingt nach einem guten Titel für ein Buch. Die Problematik des schwulen alten Mannes. Ja, es gibt auch richtige, auch von der AIDS-Hilfe, so richtige Workshops zum Thema schwul sein im Alter, weil das echt nochmal so eine Herausforderung ist, im Dating und so weiter. Ist aber auch egal. Jedenfalls geht es auch um die beiden Frauen, die sie eigentlich nie ausstehen können, weil das eine Paar ist nämlich so sehr vegan, öko und hippie-mäßig und die anderen beiden sind so ein bisschen mehr schickimicki und die beiden Frauen müssen jetzt irgendwie miteinander klarkommen und ziehen auch zusammen. Und hassen sich eigentlich und lernen sich so ein bisschen im Laufe der Serie kennen, werden halt Freundinnen. Und werden auch lesbisch. Nein, das werden sie nicht. Hast du das Ende schon gesehen? Nee, aber es ist im Laufe der Serie wird es halt klar, dass sie trotzdem hetero sind immer noch. Na gut. Und gibt ein Auf und Ab und so weiter und die lernen neue Männer kennen. Aber warum ziehen die denn zusammen, wenn die sich nicht leiden können?
weil es wohl ein gemeinsames Strandhaus gab, was sie sich wohl mal gekauft haben als zwei Paare. Und in dem sie immer Urlaub gemacht haben, glaube ich, war das. Und jetzt wollen bei dieses Haus beanspruchen, bleibt mal diesem Haus drin. Und fangen dann aber auch an, sich zu mögen, auch in der ersten Folge schon, ist kein Riesenspoiler. Und da geht es auch so ein bisschen auch um die Problematiken der alten Frau. Also es ist mal nicht nur so auf Sex und junge Leute getrimmt, sondern eher so auf Sex und alte Leute getrimmt. Geil, Wie man genau mal mein mit einer. Thema. Also alte Ja. Menschen bin ich ja eh der größte Fan von. Ich liebe alte Menschen. Ich könnte mir den ganzen Tag die Probleme von alten Menschen anhören, Tino. Da bin ich sehr investiert. Also ich fand es voll lehrreich, also jetzt mal so als Gutmensch, auch mal um so zu gucken, wie so alten Menschen eigentlich auch in ihre Sexualität geht, ja, dass dann auch die eine Frau dann mit den Hüften Probleme hat und sich nicht traut irgendwie da mit ihrem neuen Freund zu schlafen, weil der wesentlich jünger als sie ist. Der Und mir noch das ganz ganze kurz, Kamasutra durchspielt und sie sagt bei Stellung 3, meine Hüfte. wenn du bis drei erstmal kommst, ja, in dem Alter. Aber noch ganz kurz zur der Besetzung, die eine Frau wird gespielt von, heißt sie Jodie Foster, so eine ganz alte Schauspielerin? Ich glaube schon. Die Und ist auch noch der. nicht so alt, oder? Die ist maximal 60, würde ich sagen. Nee, die ist 80, glaube ich. Jodie Foster ist nicht Warte mal. 80, Alter. Dann ist die What? falsche. Nee, nicht Jodie Da, Foster. Jo 59 ist die. die falsche. Wie heißt die denn? Fuck. Meinst du so eine Meryl Streep oder sowas? Aber die ist auch noch keine 80. Nee, die ist auch voll bekannt. Ich hätte voll Bullshit erzählt. Wie heißt die denn? Jane Fonda. Ach, Jane Fonda. Wow. Ja, klingt Na so ähnlich. klar. Und Martin Sheen, der Vater von Charlie Sheen, der sich schon seit vielen Jahrzehnten für Schwulenrechte einsetzt. Also eine echt tolle Serie. Sorry, dass sie jetzt so viel Screentime Anspruchnahme, aber ich finde Ist die Serie okay. richtig gut. Das ist die positive Folge. Wir berichten hier von Dingen, die wir gut finden. Und du findest halt diese Serie gut, auch wenn ich alte Menschen nicht ganz so gut finde wie du. Was heißt denn gut finden? Also wir kommen alle mal hoffentlich dahin so. Ja, das kann doch gerne sein. Aber, also wenn heute nicht die super positive Ausgabe wäre, würde ich vielleicht sagen, dass ich hier und da einen Hals kriege, wenn ich die reden höre über ihre langweiligen Kackprobleme. Würde ich wohl auch treffen irgendwann. Ich glaube, dass wir alle mal anfangen werden, über unsere Gebrechen zu erzählen. Und dann Nee, trifft ach, man das sich. geht gar nicht um Gebrechen, wenn die aus dem Bauhaus-Museum rauskommen und dann, oh ja, ach komm, ich will's jetzt, wir sind positiv. Ich finde das einfach super nice, wenn die da rauskommen und die nächste Frage ist jetzt erstmal, in welches Museum gehen wir als nächstes? Das ist einfach, da will ich auf jeden Fall mehr von. Das machen auf jeden Fall junge Leute gar nicht. Ja. Ich Ja. erinnere dich gern dran, bei Brennpunkt Folge 5000, wenn wir im Altenheim sitzen, Ja. dass du nicht so nerven sollst und nicht so stinken sollst. Ja, das hast du jetzt gesagt, Tino. Ich habe nichts über den Geruch von alten Menschen gesagt. Jane Fonda sah als junge Frau sehr hübsch aus. Ja, tut sie immer noch. Ja. Ja. Jane Fonda. Guck mal, hier ist ein, die hat ein Foto zusammen mit Michael Jackson. Mit 77 noch hungrig. Ja. Also da, also ich glaube, da ist Herodes bei mir, wenn ich das sage. Da kräuselt sich halt trotzdem so ein bisschen was. Wenn man sagt, da ist eine 77-jährige Frau und die ist hungrig, das kann sie ja gerne sein, aber das ist halt dann. Und das kann man mir jetzt auch gar nicht böse anrechnen, ja. Weil wenn man, wenn irgendwie die ganzen 20-jährigen Frauen sagen, der 50-jährige Kerl, der irgendwie bumsen will, der ist so ein Creep, ja. Aber wenn dann die 77-jährige Oma ankommt und hungrig ist auf Schwanz, dann ist das schon wieder Empowerment oder was? Es soll aus beiden Richtungen empowernd sein, finde ich. Wenn man im hohen Alter noch Sex hat und auch sich junge Partner oder Partnerinnen noch abholt, finde ich das voll bemerkenswert. Ja. Nee, die können gerne bumsen, bis sie alt sind. Nein, ist doch geil. Ja, und die ist gut, ja. Das ist eine Netflix-Serie, hast du gesagt. Ich dachte, es war Netflix, genau. Die wurde mir auch von einer sehr guten Freundin empfohlen. Ich war erst kritisch, aber sie ist in der ersten Folge schon sehr packend und sehr spannend und sehr lustig auch erzählt. Grace und Frankie, kann man sich angucken. Mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht gesagt habe, um was es in The Mist geht. Ich habe einfach nur alles drumherum erzählt. Stimmt. Es geht einfach nur darum, dass ein Nebel auftaucht, in diesem Nebel vermeintlich irgendetwas sehr Gefährliches ist. Und eigentlich ist es so ein Kammerspiel im Supermarkt.
Und ich mag solche Filme ultra hart, die in so geil, einen Setting quasi spielen. Also Der Schacht zum Beispiel ist ganz geil. So ein spanischer Film, glaube ich, ist auch auf Netflix. Das sind alles solche Dinger. Circle oder Cube. Alles so Dinger, die in so einem Raum spielen. Das klingt irgendwie immer langweilig, aber wenn man es guckt, ist immer geil. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Nun. Das auf jeden Fall, was ich diese Woche an Medien konsumiert habe. Du kannst ja nochmal hier ein bisschen einen aus der Rippe leiern, denn ESC, ja, da bist du ja irgendwie Expertise. So. Der war ja quasi gestern für euch. Ist das so, ja? Ach so, der ist quasi für uns heute Abend. Okay. Das Finale, genau. Okay, und was, also wo, im Vorfeld wurden die Sachen aber schon gezeigt? Na klar, die werden schon veröffentlicht. Also jedes Land macht dann so ihren eigenen Vorentscheid oder ernennt jemanden. Dann wird das veröffentlicht und schon beworben, das ist unser Künstler, unsere Künstlerin oder unsere Band. Ja. Und da weiß man schon vorher, wer antritt. Ich habe nämlich in den Trends das gesehen, als ich am Mittwoch Internetarzt im Stream gemacht habe. Und ja, oh Wunder, Tino, welches Land könnte in den Trends ganz oben gelandet sein mit seinem ESC-Band? Ja, die Ukraine. Gibt es denn aber irgendeine Möglichkeit, dass diese Band nicht gewinnt? Naja, also ich muss sagen, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn es so ist. Ich sage auch nicht, dass es schlimm ist, aber... Der ESC war ja noch nie jetzt irgendwie eine reine Musikveranstaltung. Es ging immer schon darum, irgendwie, wer ist sympathisch, wie ist die Bühnenshow, wie ist die aktuelle Lage. Ich meine, Conchita Wurst, ja, also ich meine, ich fand auch den Song richtig gut. Aber ich glaube auch, dass sie vor allem deswegen gewonnen hat, weil sie halt eine Frau ist mit Bart. Weil sie halt ein Zeichen setzt für die Diversität. Ja, und es war auch nicht schlimm. Im Weltenbild von das Patriarchat und so, das, also da war das jetzt keine Selbstverständlichkeit, oder? Da ist jemand, der sich für was einsetzt, was jetzt nicht unbedingt Mainstream ist. Na, der ESC ist ja sehr queer. Der ist ja sehr schwulen- und lesbenlastig und so weiter. Ja, lastig, aber trotzdem gucken da ja Millionen Leute europaweit zu, die vielleicht nicht so denken würden. Und es kann trotzdem sein, dass auch die Ukraine jetzt irgendwie doch nicht gewinnt, weil ja auch relativ, es gibt ja auch Staaten in Europa, die jetzt nicht ganz so pro Ukraine sind, also die vielleicht dann anders abstimmen und die doch eher pro russisch sind. Aber das kann ja auch sein. Ganz, also eine Handvoll Leute, die auf Platz 1 voten, ist doch schon, oder? Ja, aber es gibt auch noch ein Jury-Voting und ich glaube, dass die Jury dann schon nochmal eher musikalisch tippt. Das ist ja auch so der Grund, warum es eine Jury gibt. Die gucken nämlich so ein bisschen mehr aufs Musikalische, zumindest in der Theorie. Und deswegen würde ich nicht davon ausgehen, dass sie gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr hoch. Ich habe es noch nicht, ich habe noch keinen Beitrag gehört dieses Jahr, nicht mal den Deutschen, keine Ahnung. Doch, den Deutschen habe ich mir ganz kurz mal angehört. Und werde ihn auf jeden Fall heute Abend gucken. Wahrscheinlich alleine. War das dieser kleine Junge oder war das schon letztes Jahr, Alter? Der da jetzt irgendwie... Nicht kleiner Junge, aber so ein sehr junger Typ. Ja, der ist relativ jung und ich glaube auch so ein bisschen dunkelhäutig. Blond gefärbte Haare. I guess. Ne, mit diesem... Ach, der war das, Alter. Mit diesem Anti-Hate-Song, meine ich. Das war schon letztes Jahr? Ist das ein Jahr her? Just be sorry. Ja, Jendrik hieß der. Genau, den meine ich. Ist das schon ein Jahr her, Alter? Der war ja der Letzte oder so. Ja, der war leider nicht so erfolgreich. Ich fand das sehr gut. Crazy. Aber ich bin ja... Aber so diese ganz richtig crazy Teilnehmer gewinnen ja eigentlich nie. Die jetzt sehr hervor... Also selten, sage ich mal. Barbara Schöneberger bricht Interview mit Jendrik ab. Oh, oh. Ja, cool. Ja, weil irgendwie betrunken war oder so. Da war irgendwas. Aber es wird Probleme geben, wenn die Ukraine gewinnt, weil das Gewinnerland ja immer dann den ESC ausrichten darf im kommenden Jahr. Wir wissen ja nicht, wie dann die Lage ist. Spektakel. Die haben dann besonders gute Pyrotechnik. Das ist doch voll positiv. Na, Worst Case ist ja, dass Russland die Ukraine übernimmt, komplett, weißt du. Und dass dann irgendwie, dass nächstes Jahr in Russland stattfindet. Nein, Tino, du siehst das ganz falsch. Das ist so jetzt ESC gewonnen, die Ukraine muss das austragen und dann Putin so, oh, okay, na dann kann ich ja jetzt hier nicht das zu russischem Boden machen. Dann gibt es ja einen Glitch in der Matrix. Also so funktioniert das nicht. Ich denke, glaubst du, dass Putin so ein ESC-Fan ist? Das wird das Zünglein an der Waage sein, Tino. Ja, wahrscheinlich. Ich wünsche es auf jeden Fall der Ukraine, dass es bald zu Ende geht
und das gerne auch den CSD gewinnen dürfen. Da bin ich jetzt gar nicht dagegen. Die Frage ist ja noch sogar, gibt es vielleicht einen Shitstorm oder halt eine Empörungswelle, wenn sie nicht gewinnen sollten? Glaube ich nicht, weil es ja auch ein Publikums- und Jury-Voting ist. Nee, Shitstorm kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden sehen. Okay, cool. Dann bin ich sehr froh, dass du da tatsächlich Bescheid wusstest. Ich nämlich nicht. Ja, so wir aber gerade schon bei Herrn Putin und so sind. Ich habe da auch schon wieder so Überschriften gelesen von Blood Cancer, aber das sind alles so Sachen, die, glaube ich, immer noch nicht bestätigt sind. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel drauf Wert gelegt, aber ich werf's einfach mal in den Raum. Das ist ja heute die positive Ausgabe und der Putin, der sammelt ja laut Gerüchten alle möglichen Krankheiten, so wie Pokémons. Und jetzt hat sich halt auch noch Blood Cancer dazu gesellt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Gerüchte verdichten sich ja. Also auch, sowohl auch einige Vertraute und Oligarchen sich geäußert haben, dass sie wohl mehr wissen und sagen, ja, er hat eine Krankheit. Also es kann schon sehr gut sein und wie er, wie gesagt, auch im Gesicht aussieht, so dieses leicht angeschwollene, das spricht schon irgendwie für eine Behandlung. Klarer Fall von Botox. Botox, Alter. Botox. Ja, natürlich auch Botox. Botox-Krebs. Ja, ich weiß nicht. Es kann sein, dass er schwer krank ist, kann aber auch nicht sein. Die Frage ist, was passiert, wenn er halt nicht mehr da ist, ob es besser oder schlimmer wird, keine Ahnung. Ja. Also ich bin nicht gut genug im Thema drin, um sagen zu können, ja, wenn Putin weg ist, dann ist der Krieg zu Ende. Weiß ich nicht. Musst deinen Doktortitel noch machen vorher und dann kannst du es analysieren. Ich habe ja einen Doktor, einen Geistlichen. Ach so, ja. Wo du aber gerade die Oligarchen ansprichst, die machen endlich mal was fürs Klima, die Russischen. Hast du es mitbekommen? Das ist super toll, denn wir sind ja überbevölkert in der Welt. Und die Oligarchen haben sich entschieden, dieses Jahr, da vermindern wir uns mal, es ist nämlich jetzt schon der 7. Oligarch dieses Jahr, auf mysteriöse Art und Weise gestorben. Ach. Das ist ein netter Dienst für die Menschheit und gegen die Überbevölkerung. Vielen Dank. Ich habe nur mitbekommen, dass irgendwelche Aktien abgestürzt sind von irgendeiner Kryptowährung. Ich glaube von Luna, das habe ich gerade eben noch zufällig gelesen. Und das irgendwie hat jemand geschrieben, wer vor wenigen Wochen noch irgendwie 20 Millionen oder so da rein investiert hat, hat jetzt nur noch 76 Cent. Nice. Und da sollen wohl so einzelne Aktionäre auch Selbstmord begangen haben, weil die Aktie so abgestürzt ist. Ja, generell dieses ganze Krypto-Space-Ding ist halt nicht so geil am Laufen. Also NFT ist total im Decline so. Die ganzen großen Seiten, die es da gibt, haben halt viel weniger Nutzer, viel weniger Transaktionen. Der Bitcoin geht auch immer weiter runter gerade, also jetzt besonders im Mai. Und ja, also eventuell ist das eine Bubble, die platzt, aber das sagt man ja auch öfter. Vielleicht geht es auch umso steiler wieder nach oben. Aber zumindest dieses NFT-Ding, glaube ich, das ist eher so ein Fad. Weil irgendwann sind ja auch alle potenziellen Interessenten abgedeckt. Und dann weiß ich nicht, ob es sich dann noch groß steigern kann. Wenn alle halt quasi, die wirklich Bock drauf haben, das mal probiert haben und dann macht's aber keiner mehr weiter. Und es hat sich in dieser Zeit nicht durchgesetzt, dann wieso sollte es dann halt nochmal ganz groß werden? Aber ich bin da auch jetzt, ne, mir ist es eigentlich egal. Es gibt auch eine sehr große Schadenfreude für die Leute, die irgendwie in NFT investiert haben, wo ich sage, ja, also ich habe es auch kommen sehen, in meinem wenigen Wissen darüber, dass ich dachte, das kann doch nicht funktionieren, er will denn schon digitale Kunst kaufen. Aber auf der anderen Seite werden ja oftmals solche Ideen erst als verrückt abgestempelt und dann kommt doch am Ende raus das Ergebnis, dass es halt irgendwie total erfolgreich ist und dass es die Zukunft ist. Hätte ja sein können, deswegen bin ich immer relativ vorsichtig, was das also angeht. Es geht ja so gut, wie alle Bock drauf haben, das ist ja der Punkt so. Und wenn es halt keinen Bedarf einfach gibt, wenn die realen Probleme der Welt vielleicht auch gerade einfach ein bisschen interessanter sind oder wichtiger sind als irgendwie einen digitalen Affen kaufen, dann schwindet halt das Interesse und somit auch der Gewinn, der da irgendwie drin steckt. Deswegen wird es ja auch oft einfach mit einem Ponzi-Scheme verglichen. So. Mhm. Bei Bitcoin ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem, also warum gibt es so viele Werbungen, die dich überreden, Bitcoin zu kaufen? So? Weil je mehr interessiert sind, desto höher geht der Kurs potenziell. Na klar. Und das ist halt so, also super, toll. Nein.
Ja, nee, ist nicht meins. Ich hatte ja schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich vor 10 Jahren schon einen Bekannten hatte, der meinte, dass das Bitcoin, das ist länger her, vielleicht 15 Jahre, das war noch zu meiner Schulzeit, der meinte, Bitcoin ist so voll cool und so, er würde da voll gerne investieren, aber kann irgendwie nicht. Und ich hätte ihn dann viele Jahre später wieder getroffen, der dann meinte, hätte es mal irgendwie gemacht, um Ja, jeden Preis. hätte Fahrradkette. Das sind auch für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ob du auf der einen Seite halt in sowas früh investieren willst, weil da einfach nur einen schnellen Dollar quasi riechst und reich werden willst, oder ob das eine Sache ist, an die du krass glaubst, so dass das ist die Zukunft und so. Ja. Also das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen und weiß nicht. Also kann man natürlich gerne machen, aber ist für mich halt einfach. Das ist. Bin froh, dass ich damit nicht meine Gedankenwelt vernebeln muss. Nee, ich habe auch keinen Cent Kryptowährung. Ich werde mir auch in der nächsten Zeit keins besorgen. Es kann sein, dass es irgendwie ein riesiges Ding wird in den nächsten Jahrzehnten. Aber ich warte mal ab, ich bin da eher vorsichtig und gucke mal, was passiert. Wenn es dann doch erfolgreich ist, kann man ja immer noch da irgendwie einsteigen, wenn es sich irgendwie durchsetzt. Und man beim Bäcker nebenan mit Bitcoin zahlen muss, dann werde ich auch anfangen, mir Ja, Bitcoin zu dann holen. ganz finster, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Na gut. Heute ist alles super, wollte ich eigentlich sagen. Wie die nächste Ja. Meldung zum Beispiel, da musste ich echt lachen. Also ich lese einfach mal die Überschrift vor. Warte, vielleicht finde ich dir noch raus, von welcher Seite das war. Von Business Insider. Die Überschrift ist: Boris Johnson says people should work in person again because when he works from home, he gets distracted by. Und jetzt setzt du bitte das Wort ein. Von was wird Boris Johnson zu Hause abgelenkt und sagt deswegen, die Leute sollten wieder vor Ort arbeiten gehen? Ich habe drei Vorschläge. Ja. Einmal Pornografie, Mhm. dann die eigenen Kinder Okay. oder die eigene Frau. Nein, nein und nein. Schade. Jetzt kann ich versuchen, das hätte ich vielleicht vorbereiten sollen, aber ich sage jetzt einfach mal fünf Wörter. Okay. Warte, scheiße, ich muss dir eigentlich erzähl du kurz. Also eigentlich muss ich die erstmal, ich darf die halt nicht so on the fly überlegen. Ich muss die halt eigentlich alle fünf da stehen haben. Ja, also Homeoffice finde ich tatsächlich echt richtig nice. Also ich bin auch viel im Ja. Homeoffice bei mir. Und wir haben auch so ein bisschen überlegt, ob wir das nicht auch langfristig so durchziehen können bei uns. Und ich glaube auch, dass es jetzt sehr viele Firmen überlegen, weil das ja auch auch interessant für die Heizkosten interessant ist, weil dann müssen nämlich die Arbeitgeber viel weniger heizen, wenn die Leute zu Hause arbeiten. Und die Büros können dann kalt bleiben. Also es hat auch einen kapitalistischen Gedanken, wenn man Homeoffice macht. Aber eben auch einen Gedanken von, ich kann zu Hause bleiben und muss nicht losfahren, muss kein Benzingeld bezahlen, sondern kann zu Hause chillen, kann länger schlafen, kann mal Pause machen, ohne dass es auffällt. Also ich bin ein Riesenfan von Homeoffice, deswegen kann ich Boris Johnson da nicht beipflichten. Okay, Boris Johnson wird abgelenkt von Fernsehen, rausgehen, Käse, Bett, Kaffee, Badewanne oder ein Guinness. Was Oh. klingt für dich am plausibelsten? Ja, von Guinness. Ja, das habe ich nämlich jetzt ganz geschickt so speziell gemacht. Nein, es Naja, ist war klar. tatsächlich der Käse. Boris Der Johnson wird zu Eichelkäse. Hause von Käse abgelenkt und deswegen sollen die Leute wieder vor Ort arbeiten gehen. Der neue Staatsfeind. Es ist ja klar, dass wieder hier die Engländer gegen den Franzosen Käse hetzen. Ja. He said people hack off a small piece of cheese and then forget whatever they are working on. Aber ohne Was zur Spaß, ich Hölle, habe auch gerade Alter. vor mir hier veganen Streichkäse liegen und veganen Scheibenkäse. Der leckt mich auch die ganze Zeit ab beim Podcast aufnehmen. Ich glaube, da ist was dran. Ja. Deswegen werd mal schnell gesund, damit wir nicht über Discord machen müssen, weil wenn du herkommst, da verstecke ich jeden Käse, den ich finde. Ja, ich weiß. Frechheit. Ja, fand ich eine herrliche Überschrift. Was auch eine herrliche Überschrift ist, dass der liebe Elon Musk wohl doch Probleme dabei hat, Twitter zu übernehmen, was ich sehr schade finde. Und er hat wohl Probleme mit der Finanzierung über Kredite. Er wollte das wohl über irgendeine. Ich hab's nur halb verstanden. Da ging es wieder um Aktien und Teilhaber und so, was sich da Kredite nehmen. Ja, um so Aber die Geld, was Aktie. halt irgendwo rumschwebt und nicht Cash in irgendwelchen Koffern ist. Ja, genau. Und es ist dann irgendwie abgestürzt, die Aktie. Und jetzt muss er wohl doch ein bisschen warten und muss halt sich eine neue Finanzierungs.
Möglichkeit finden. Und deswegen ist erstmal die Übernahme auf Eis gelegt. Und dass Elon Musk auch auf jeden Fall wohl Trump wieder aufnehmen Ja. möchte. Da frage ich mich, was wird aus Social Truth? Ja, die junge, aufstrebende Seite der Zukunft. Was wird daraus? Aber gibt's die eigentlich schon? Ja, es gibt auf jeden Fall eine Trump-Seite, ja. Es gibt eine Trump-Seite, es gibt eine Seite von diesem komischen Mike Lindell, dieser Teppichmann, der auch großer Trump-Fan ist, der auch gesagt hat, ich mache so eine Seite und dann gibt es erstmal so 5 Seiten Dinge aufgezählt, die nicht gehen. Es ist einfach sehr, sehr witzig. Also deren Auffassung von wir wollen Meinungsfreiheit heißt einfach nur, ich will selber kontrollieren, was erlaubt ist Das und nicht heißt, andere. ich dürfte jetzt keinen Account anlegen bei Social Truth. Wahrscheinlich nicht, nee. Tut mir leid, Tino. Da musstet ihr andere Plattformen zum Viralgehen aussuchen. Mir fallen keine mehr ein, alle schon durchgespielt. Ja. Ja, Trump Reverse. Also vom Prinzip her muss ich eigentlich sagen, wäre ich schon dafür, dass du halt. Also, es ist halt super schwierig in dem Fall von Trump, finde ich. Ich glaube, wenn man es wirklich juristisch sich genau anschaut, kann man ihn nicht wirklich sagen. Also, ich glaube, er hat das noch safe genug gemacht, dass man nicht sagen kann, hier hat er aktiv und unumstößlich zum Aufruhr aufgerufen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen ist es echt schwer zu sagen, ja, das ist gerechtfertigt. Also wenn natürlich eine Person auf Twitter sagt, hier, wir treffen uns dort und dort und da machen wir irgendwie, da zünden wir das Haus an oder stürmen halt das Kapitol, dann finde ich das völlig gerechtfertigt, dass so ein Account gesperrt wird. Aber wenn das halt nicht passiert, bin ich halt schon ein krasser Verfechter von Meinungsfreiheit und alles sollte okay sein, außer halt. Also tatsächlich bin ich auch dafür, dass sowas wie, ja, also ich will Etwas jetzt. gefährlich. Ja, nee, also Hate Speech will ich halt sagen, aber das ist natürlich auch, muss man natürlich auch Einzelfallbetrachtung machen. Aber wenn jemand auf Twitter sagt, ich finde irgendwie Weiße nicht in Ordnung, so, dann finde ich halt nicht, dass das verboten sein sollte, sowas, ja? Um es jetzt bewusst mal an einem harmlosen Beispiel zu machen. Ja, Rassismus gegen Weiße. Ja. Nee, also, na, ich weiß nicht. Ich bin schon eher dafür, dass wenn es um undemokratische Werte geht, die da verteilt werden, Ja, dass aber man da schon sich trauen sollte, als wehrhafte Demokratie, da was dagegen zu ja, tun. aber es ist ja nicht die wehrhafte Demokratie, es ist ja der Besitzer von Twitter, der das in dem Fall macht. Und da kommt man ganz schnell in einen slippery slope. Und dann hört das halt nicht auf. Was dann okay so, weißt du? Weil im Und dann Zuge, eben es ist ja nicht nur verstaatlichen. Trump, es ist nicht nur Trump gesperrt worden, es wurden auch Antifa-Seiten runtergenommen und so. Und da sagst du dann wahrscheinlich wieder, hey, Moment, das sind doch demokratische Werte hier und die wurden aber auch gesperrt so, Na, weißt du? kommt drauf an. Ja, also ich finde, da muss man sehr vorsichtig sein und ja, also sowas Ich wie finde, man muss aktive vorsichtig sein. Gewaltandrohung und so wirklich Aufruf zu Gewalt und so geht auf keinen Fall. Aber wenn es sich nur auf Meinungen bezieht, so, dann muss man halt echt, glaube ich, ja. Also man kann das ja anders gesellschaftlich angehen, dass das halt einfach nicht mehr so verbreitet ist. Aber das zu verbieten, wird das Problem nicht lösen. Naja, wenn du solche ganz großen Meinungsgeber wie Trump die Möglichkeiten entziehst, solche Fake News und so rassistische Vorteile zu schüren, dann passiert es eben doch, dass es auch in der Gesellschaft mehr verschwindet. Das merkst du auch mit, ich glaube auch, dass das, zum Beispiel das SN-Wort zum Beispiel, ja, das wird ja auch jetzt nicht verboten, aber es wird zumindest sehr stark schon gepunished, wenn du das aussprichst, Aber als gibt Person, es die halt weniger nicht schwarz ist. Rassisten, weil das Wort verboten ist oder Nein, halt nein, aber das Wort taucht, ich meine, dass das Wort viel weniger auftaucht auch. ja. Und es hat auch irgendwie sein Ziel erreicht, dass man gesagt hat, man wird so ein bisschen geächtet dafür, wenn man das ausspricht. Und Ja, ich aber das kann glaube. ja auch, also man kann ja nicht geächtet werden, wenn man nicht auf Twitter posten kann, sondern das an seinem Stammtisch sagt, wo alle sagen, ja, geil. So, wenn du es aber auf Twitter postest und Gegenwind kriegst, ist das nicht besser für die gesellschaftliche Entwicklung so? Nee, nicht, wenn du so jemand bist wie Trump, der Millionen Follower hat, die das alles lesen und davon auch ein großer Teil das zu ernst nimmt, da bin ich der persönlichen Meinung, dass man schon gucken muss, als Demokratie, ob man das überhaupt aushalten muss, weil du gerade sagst, wegen privates Unternehmen und so, dann dürfen die die Meinung steuern, da wird es halt verstaatlicht. Ich meine, Twitter und Facebook sind so groß inzwischen, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man das denen irgendwie nicht wegnimmt, aber wenn man irgendwie denen das abkauft staatlich und das irgendwie reguliert.
Weil ich glaube, das ist inzwischen echt ein riesiger Marktplatz geworden. Da nimmt doch Scholz mal einen Fuffi in der Hand. Und, ja klar, und kommt uns dieses Facebook. Ja, es ist schwierig. Bei mir ist halt schon so eine, ja, ich will nicht Prinzip sagen, aber ja, ist schon so eine Haltung von. Also ich kann auch nicht sagen, ob quasi das besser oder schlechter ist, wenn Trump auf Twitter ist, weil auf der anderen Seite gibt es auch das Argument, dass wenn er da ist, die Leute aktiver dran erinnert werden, was für ein fucking Lunatic er ist, weißt du? Das ist ja auch mit George Bush zum Beispiel passiert, der absolut abgrundtief beschissen war und total unbeliebt. Der ist irgendwie aus dem Amt gegangen mit unter 20% hier Approval Rating. Und mittlerweile ist der halt so, ach, da guck mal, der George, der malt Bilder und das ist doch so ein Lieber und so, haha. Weißt du? Wenn man den nicht so im Rampenlicht hat, wenn du eine Person halt länger nicht siehst, dann denkst du, ach ja, doch, das war ja eigentlich auch ganz schön. Naja, aber wenn er nicht im Rampenlicht ist, kann er ja auch nicht so viel Schaden anrichten, weißt du, was ich meine? Ja, beides. Deswegen, ich weiß nicht, was besser wäre für die Welt. Mhm. Ich finde das an sich ja auch gut, dass Trump nicht diese Plattform hat, aber aus dem Prinzip raus würde ich halt sagen, eigentlich, solange er nicht knallhart sagt, hier stürmt das Kapitol, weiß ich nicht, ob es wirklich einen validen Grund gibt, wenn das jetzt halt gerichtlich geprüft wird. Weiß ich nicht. Klar, einfach ist die Entscheidung auf jeden Fall nicht. Also, da muss man sich einfach entscheiden als Gesellschaft. Im Endeffekt, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, dass es halt im Endeffekt immer sich, also das, was zensiert wird, ist halt immer das, was sich gegen das Etablierte, gegen das Establishment, sage ich mal, richtet. Und das sind ja eher dann auch eher linke Ideen. So, ja, aber wenn das Establishment... Status quo. Aber das Establishment ist ja irgendwie auch, oder soll zumindest so sein, antirassistisch, antihomophob und so weiter. Und dagegen richtet sich auch sehr viel von rechts, weißt du? Und ich finde, dass das auf jeden Fall Werte sind, die man als Gesellschaft vertreten sollte und mit allen Mitteln verhindern sollte, dass sie umgestoßen werden. Und darum finde ich eben schon, dass man halt nicht sagen kann, wir lassen jetzt einfach jeden alles sagen, weil dann gibt es nämlich eine umgekehrte Spirale, dass es doch Feuer fängt. Weißt du, so Hass ist ja auch ein Lauffeuer. Wenn das irgendwie ein Mensch anfängt... Ja, wie gesagt, das darfst du nicht falsch verstehen. Ich sage nicht alles erlauben. Dann haben wir so ein Achan-Ding, wo dann das ein absoluter Cesspool aus Scheiße wird, so. Das meine ich nicht. Also, ne, da muss man schon klar ein bisschen aufpassen. Kannst jetzt auch nicht auf Twitter gehen und Hakenkreuze posten und ja, muss man ja tolerieren. Sowas meine ich nicht. Nur halt, solange es nicht das eine Event gibt, wo, also es gibt halt nicht den einen Tweet von Trump, wo man sagen kann, das ist er, da hat er aktiv das ausgelöst. Und das ist halt einfach ein bisschen schwierig in dem Fall. Aber jetzt haben wir sehr lange darüber geredet. Du kannst gerne noch was sagen, ich will dich da nicht unterbrechen, aber ansonsten würde ich davon vielleicht nochmal wegkommen, weil es gibt doch noch die eine oder andere Sache, die wir gar nicht besprochen haben, Alter. CDU Schleswig-Holstein, was ist die Scheiße zum Beispiel? Wir müssen es positiv sehen, Robin, und zwar sind in Schleswig-Holstein... Ich hab's mich jetzt so in Rage geredet schon wieder. Herzlichen Glückwunsch an die CDU in Schleswig-Holstein, die 43,4% erreicht hat. Das ist ja supi. Nee, Glückwunsch an die AfD, in diesen rausgeflogen, zum ersten Mal aus dem Landtag in ihrer jungen die Geschichte. Die haben jetzt weniger Arbeit. Glückwunsch an die. Finde ich gut. Haben sie gut gemacht. Und es soll wohl einen Ausschnitt geben vom Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla, mein Namensvetter, der wo gesagt haben soll, denen geht es wohl noch zu gut in Schleswig-Holstein, dass sie uns nicht gewählt haben, so in der Richtung. Ja. Und das ist schon eine heftige Aussage, die ist ja nicht zum ersten Mal gefallen. Das ist, auch das der ist einfach eine clevere Aussage, um also so den Wählern vor den Kopf zu stoßen, da wird es auf jeden Fall in der nächsten Wahl besser. Auch der ehemalige Bundespressesprecher, der ja auch gesagt hatte, der Fraktionspressesprecher oder so vom Bundestag, von der AfD-Fraktion, hat ja auch mal gesagt, der AfD geht es erst dann richtig gut, wenn es Deutschland richtig schlecht geht. Deswegen müssen wir ja auch Geflüchtete aufnehmen, damit hier ein Bürgerkrieg entsteht. Und man kann ja die Flüchtlinge immer noch alle vergasen am Ende, hat er ja echt so gesagt. Und ich glaube, dass die AfD inzwischen auch offen zugibt, dass es den Leuten zu gut geht in Schleswig-Holstein. Fand ich eine spannende Aussage. Ja.
Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von der CDU bei nahezu 50%. Die Grünen haben auch dazu gewonnen. Die SPD ist im Verhältnis zur letzten Wahl um 11,3% gesunken. Ich weiß nicht, hat da der Scholz zu sehr rumgebrüllt am 1. Mai oder was ist da passiert? Ja, die ganzen schüchternen SPD-Wählerinnen und Wähler verschreckt wahrscheinlich mit seinem Gebrüll. Das kann schon sein. Ja, aber wird Schleswig-Holstein jetzt das neue Bayern? Ich meine, da war ja auch die CSU lange Zeit bei 50% ungefähr. Das kann jetzt auch in Schleswig passieren. Geil. Hab da richtig Bock drauf. Die Menschen lernen. Aber auch die Linke ist nicht eingezogen in den Landtag. Also die beiden, ich will die nicht vergleichen, aber man sagt immer so, die beiden Ränder sind da jedenfalls nicht vertreten, die im Gegensatz zu Thüringen hier sehr stark sind. Ränder, Kinderschänder. Also die Grünen überhaupt waren in den Medien zugange aufgrund von zwei grünen Frauen, Emilia Fester und Ricarda Lang. Hast du da was mitbekommen oder ist das News für dich? Das ist News für mich. Also die Emilia Fester ist 24, die jüngste Abgeordnete im Bundestag. Und die hat in einem Interview jetzt gesagt, ja, hier, das ist alles so schwierig, weil ich werfe halt hier meine Jugend, ich opfere meine Jugend, ich arbeite 80 bis 90 Stunden die Woche. Und das Internet ist empört, denn für dieses Jugendopfern verdient sie halt 10.000 Euro im Monat. Und da dachte ich mir erst so, hä, Moment, also da muss ich sie jetzt mal in Schutz nehmen. Aber als ich dann gelesen habe, ja, Hobbys habe ich eigentlich keine mehr so fester. Seit einem Unfall fahre sie etwa auch nicht mehr mit dem Longboard zu Presseterminen. Obwohl es immer dabei geholfen hat, den Kopf frei zu bekommen. Als ich gehört habe, dass sie Longboard fährt. Ach so. Heute ist die positive Folge. Ich finde das super toll, dass sie Longboard fährt. Es gibt nichts Besseres als Longboard fahren. Auch Hitler ist Longboard gefahren. Ich hoffe doch. Und also an dieser Stelle muss ich wirklich mal sagen, ich habe das ja auch schon öfter erwähnt, dass ich das eigentlich gut finde, dass Politiker ein bisschen mehr Geld kriegen, weil die eben Tag für Tag im Rampenlicht stehen und sich Hate anhören müssen. Und da muss ich halt schon mitgehen. Also es ist natürlich super unglücklich formuliert, ja, und da gab es dann auch diese Vergleichsbilder mit ihr und dann drei Bilder von irgendwelchen afrikanischen Kindern, die da auf Mülldeponien irgendeinen Scheiß arbeiten müssen oder in Bergwerken und so. Und sie heult rum, weil sie 10.000 Euro im Monat kriegt, so. Aber kein Geld der Welt kann die Jugend ersetzen. Die was Zeit. Ersetzen? Die Jugend. Ach, die Jugend. Naja, sie ist 24, ist jetzt auch nicht unbedingt jugendlich, aber... Also wie gesagt, es ist sehr unglücklich formuliert, aber da muss man auch mal irgendwie, da muss man auch den Sack mal zumachen, wenn er voll ist. Also sich darüber so hart zu echauffieren, das ist jetzt, ich weiß nicht. Das Beste ist ja auch, du bekommst ja auch dann als abgeordnete Person im Landtag, Bundestag und EU-Parlament auch ein Ehrensold, also so eine weiterführende Rente, wenn du raus bist. Und schon dafür lohnt es sich irgendwie ein, zwei Perioden mal da drin zu sitzen, weil dann hast du einfach Geld für nichts. Das ist richtig nice. Ja, aber also jetzt mal ganz ehrlich, ja, also so wie ich versuche das jetzt mal so gut zu verstehen, wie man es verstehen könnte. Und das sagt halt im Grunde aus, dass sie eine sozial voll engagierte, umweltbewusste Person ist, die halt wirklich aus tiefstem Herzen und Überzeugung irgendwie sich für die bessere Welt einsetzen will und halt irgendwas gegen die Klimakrise machen will, ja. So. Und das müsste sie halt nicht, wenn in der Vergangenheit nicht so viele Leute und Generationen die Erde an den Punkt gebracht hätten, wo wir halt jetzt gerade stehen. So. Und dass sie dann aus dem raus sagt, ey, eigentlich will ich das hier quasi nicht, aber meine Moral verpflichtet mich, das zu tun, weil ich halt irgendwas machen will, dass vielleicht doch die Menschheit ein bisschen besser durch die Klimakrise kommt. Wenn man das so versteht, dann finde ich, kann man das voll nachvollziehen, dass sie sagt, ja, hier muss ich jetzt hier irgendwie 80 Stunden, ich nehme das jetzt einfach mal als beim Wort nehme ich sie jetzt mal, dass sie 80 Stunden die Woche halt damit beschäftigt ist. Da kann ich das schon verstehen, dass man sagt, ja, hättet ihr Wichser einfach mal den Planeten nicht dahin gerafft und unbewohnbar gemacht, potenziell für die Zukunft, dann müsste ich die Scheiße jetzt nicht machen, könnte mit dem Longboard rumkaufen. So. Wenn man das so versteht, also
Ne, also ich weiß nicht, wie lange ich für 10.000 Euro 80 Stunden die Woche arbeiten würde. Da ist mir dann halt doch auch Zeit einfach viel lieber als Geld. Ach ja, so für ein, zwei Jahre würde ich das schon ganz gerne machen. Ja. Und das Geld dann sparen. Naja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Ding. Habe also, ich nicht mitbekommen tatsächlich, krass. Ja. Gab noch, wahrscheinlich auch dadurch gegenseitig angefeuert, Ricarda Lang, 28, jüngste Parteivorsitzende der Grünen. Die war auch ja in der Kritik, weil sie, ja, also sie ist halt dick. Und sie hat gesagt, ich kriege immer noch Aussagen über meinen Körper und es kommt vor allem aus dem rechten extremen Spektrum und so. Und da wurde sich halt auch schon so ein bisschen, also besonders auf Twitter halt so, oh ja, hier heult rum wegen sowas. Also es ist natürlich nicht geil, ja, aber das ist halt so gefundenes Fressen, sage ich mal, wieder gewesen. Ja, ist auch einfach dumm. Es ist auch, also ich weiß nicht, gerade in der Politik, ja, wenn du dich da irgendwie mit jemandem debattieren willst, dass du da auf den Körper gehst. Ich meine, ich kenne sie auch, ich bin ja auch so ein Facebook-Diskutant, ja, und bin ja gerne mal in den Kommentarspalten vor Tagesschau unterwegs und versuche da irgendwie zu provozieren, aber inhaltlich. Und das Erste, was mir dann die Leute schreiben, ist, ja, du hast grüne Haare, du schimmelst auf dem Kopf, du hast keine Ahnung. Es ist halt so, ja, toll, aber inhaltlich kannst du nichts beitragen zum Thema. Wenn du dann auch noch eine Person bist, also ich meine, grüne Haare habe ich mir ausgesucht, ja, also damals zumindest, aber so eine Person, die jetzt irgendwie übergewichtig ist, darunter auch vielleicht sogar leidet, da kann das schon echt sitzen, wenn du jeden Tag lesen musst, dass du dick bist und fett bist und so. Ja, ich finde halt auch, sie hat das gut gedreht, so, weil sie sagt dann irgendwie, ja, wenn man von diesen Leuten attackiert wird, dann macht man ja irgendwie auch was richtig wahrscheinlich. Das sind ja auch keine seriösen politischen Diskurse, die da geführt werden. Das sind halt irgendwelche Bobbys und Trolle und Hater und was weiß ich, die dann halt da im Internet, also ja, wenn das so eine geballte Macht ist, ist es natürlich scheiße, aber an sich musst du drüber stehen. Ich sehe gerade, dass wir tatsächlich überhaupt nicht mehr so viel Zeit haben und ich habe hier noch zwei große Sachen, Tino. Also für mich. Zum einen ist eine mysteriöse große Krankheit ausgebrochen in Nordkorea. Wie heißt die denn? Das wird halt nicht benannt seitens offizieller nordkoreanischer Seite, ja. Aber scheint sowas ähnliches wie Covid zu sein, was daraus resultiert. Aber es ist schon für dieses Land relativ hart, weil es quasi das ist wie der Ausbruch vor 2 Jahren, nur halt jetzt mit einer Variante, der sehr viel ansteckender ist. Und sie haben ein SOS nach außen geschickt, weil jetzt innerhalb von den ersten 2 Wochen sich ultra viele angesteckt haben. Und Nordkorea, da sind ja eh alle chronisch unterernährt und so. Und die sterben sehr viel leichter als eher in der westlichen Welt. Und da haben sie jetzt gesagt, ey Leute, we are dying out here. Aber ich dachte, das wäre jetzt der erste Fall gewesen von irgendwie Corona in Nordkorea. Ich dachte, sie kamen bisher gut davon. Offiziell. Also die sind ja abgeschottet. Und die haben tatsächlich sehr viel weniger internationale Flüge als zum Beispiel die Antarktis. Habe ich gesehen, 21 hatte die Antarktis 15 internationale Flüge und Nordkorea 4. Richtig gut. Und ich glaube, das ist jetzt schon der erste große Ausbruch, aber klar gab es das auch vorher schon. Es wurde halt nicht benannt so und hat sich wahrscheinlich nicht so verbreitet, weil sie so abgeschottet sind. Aber ja, da habe ich direkt gesagt, ja, da kann man ja sagen, jo, hier, wir geben euch Impfungen, wir geben Medizin, alles, was ihr wollt, aber macht dann mal die Grenzen auf und hört mal auf mit eurer Scheiße. Haben wir einen Deal? Aber ich sehe jetzt schon auch, dass einige vermelden, dass es Corona sein soll. Also Nordkorea, natürlich ist es Corona, sie nennen es halt nicht. Sie nennen es halt nicht, um sich nicht einzugestehen, diese Krankheit, die ja nur den Westen betrifft, die haben wir jetzt auch. Unbekanntes natürlich Fieber. Ist es Corona. Vielleicht ist es eine Variante, irgendwie eine neue, könnte natürlich auch sein, aber es ist auf jeden Fall halt, also definitiv, die benennen es halt nur nicht. Ja, das wäre schon kacke für die, das stimmt, also weiß nicht, wie die jetzt damit umgehen werden und ob die überhaupt dazu in der Lage sind, das zu behandeln und ob die überhaupt auch Impfungen haben und so weiter. Nee, haben sie nicht. Ja. Amber Heard. Ein Traum für jeden Querdenker. Ja. Zum Schluss noch mein absolutes Meme-Highlight diese Woche. Amber Heard ist ja nach wie vor im Zeugenstand geladen. Und Amber hört nicht auf zu lügen. Ist so. Außer das, was ihren Hund betrifft. Da hat sie wahrscheinlich die Wahrheit gesagt. Denn das hat sie so hart mitgenommen, dass sie das Gesicht derart verzerrt hat. Ui. Sie sagt,
My dog stepped on a bee. Und dann guckt sie zur Seite und macht eine Grimasse, Alter. Und das wurde des Todes gemimt. Da gibt es dann halt so Leute, die auf TikTok zum Beispiel sagen, my child spilled my tea. Oder so ein Typ, der nur ein Bein hat, someone stole my knee. Und dann halt alle möglichen Reime darauf. Ja. Und es ist so großartig. Also das ist definitiv ein geiles Meme diese Woche mal wieder. Ich habe mich gar nicht mehr befasst mit dem Fall jetzt die Woche. Ich schick dir mal so ein kurzes Video davon. Ja, gerne, voll lustig. 20 Sekunden, das erklärt es eigentlich ganz gut. Ja, ich habe halt noch dieses Over-the-Top-Tracks-Acting, Alter. Ich habe noch ein Thema, was mir wichtig wäre, und zwar ein Terrorplan ist gescheitert. An einer Essener Schule wurde wohl ein Amoklauf verhindert. Ein 16-Jähriger soll mutmaßlich einen Amoklauf geplant, auch angekündigt haben, vor Klassenkameraden, auch an so eine Wand wohl geschrieben haben. Und das haben Polizisten ihn wohl festgenommen und haben auch sein Haus, sein Zimmer durchsucht und so weiter. Und da haben sie wohl auch rechtsradikale Gesinnungen, also Hinweise auf rechtsradikale Gesinnungen gefunden. Riesen Hakenkreuzfahne. Das ist ein Hinweis auf eventuell rechtsradikale Gesinnungen. Ja, das war auch dann das Thema, dass dann irgendwie Leute geäußert haben, auch so offizielle, dass man jetzt nicht gleich vorverurteilen muss, halt ein einzelner verwirrter Junge, das war ein Hilfeschrei, diese Sachen, die sie da gefunden haben. Weißt du, wenn ein Islamist irgendwie, wie auch letztens jetzt im Zug Leute attackiert, ist er halt sofort einer vom Islamischen Staat und der Islam ist schuld und so und er ist Islamist. Da spricht keiner von einem Einzelfall. Ja, da war es kein Hilfeschrei. Das finde ich immer so ein bisschen seltsam. Und es wurde auch Strafbefehl erlassen gegen den jungen Mann. Und das ist schon heftig, sowas zu lesen. Also gerade wir hier in der Nähe von Erfurt, ja, die haben das ja hautnah mitbekommen, wie da Leute, als es so den ersten Schulamoklauf in Deutschland gab, auch noch in Erfurt, das ist schon sehr beängstigend, vor allem wenn du Leute auch kennst, die da auf der Schule sind oder auf der Schule waren. Hattest du nicht das gepostet in einer Story und dass an dem gleichen Tag noch irgendwas anderes war, was mir gerade nicht mehr einfällt? Ja, ich glaube, der an der Tankstelle diesen jungen Mann erschossen hat, weil der wohl eine Maske tragen sollte. Jetzt nochmal, oder was? Nee, ich muss auch nochmal nachgucken, was es gewesen ist. Ah, das war gestern. Ich dachte, es wäre noch irgendwas Größeres gewesen, aber mir fällt es halt gerade echt nicht ein. Mir auch nicht. Ich vergesse meine Storys immer sofort wieder nach dem Tag. Du hast es da gepostet und dann, das ein ganz normaler Donnerstag, zwei solche Events. Warst du das? Genau, der Mann, der einen 20-Jährigen in Ida Obstein erschoss, ist Trump-Fan, Frauenhasser und fantasierte über Gaskammern. Das wurde wohl jetzt erst bekannt. So, okay, also und das ist, ja, gut. In Essen wird vermutlich ein rechtsterroristischer Anschlag verhindert. Zwei Nachrichten, einen Donnerstagmorgen. Genau. Okay. Dann ist ja, das ist ja alte Kamelle. Gut. Ja, nicht ganz. Also, es kam jetzt erst so richtig auf, dass er Trump-Fan ist und so weiter. Dieser Mörder. Wie auch immer. Okay. Wir sind schon durch, Robin. Wir sind schon bei über einer Stunde. Ich bin richtig durch. Ich mache mir jetzt gleich Pizza. Ja, geil, ich auch tatsächlich. Ja. Ich habe diese geile Pizza mit den Nudeln oben drauf. Pizza, Pasta. Du bist so klug, Pizza, Tino. Pizza, Pasta, geil. Ja. Du machst es komplett richtig. Wie was hast du, machen was hast du für richtig? Eine? So eine fette. Ja, so eine American-Style-Pizza. Nee, American steht, glaube ich, nicht drauf. Einfach so eine hohe. Ja, ich weiß. Aber die sind geil, ja. Ja, aber Standard Margarita, ich mache mir halt immer selber Scheiß drauf. Das ist dann viel geiler. Pepperoni, Paprika, Ketchup, auch wenn mich Leute dafür vorteilen. Ach, ich finde das voll okay. Sambal Oleg, richtig geil. Ja, was geben wir der Woche? War jetzt nicht so der absolute nicht Bringer. Nicht viel, vielleicht eine 4 oder so maximal. Aber Siemens hat Russland verlassen nach 170 Jahren. Also Tino. Ich bin auch bei so einer Lohnzahl tatsächlich. Auch wenn sie es einfach ein bisschen schäbig anfühlt. Wir haben auch noch vergessen, dass eine Journalistin von Al Jazeera von Israel getötet wurde. Das ist vielleicht das auch stimmt. Eine Sache. Aber ist es denn schon raus? Abu Akleh. Ist denn schon raus, wer es gewesen war? Es gab doch verschiedene Mitteilungen, die Palästina sagen, dass es die Israelis waren und umgekehrt.
Also ich dachte, das ist bestätigt. Ich will jetzt bei diesem heiklen Thema nicht nochmal mit Viertelwissen schmeißen, aber ja. Nee, lieber nicht. Aber ich habe nur gelesen, dass es jedenfalls zwei verschiedene Meldungen gab, dass sich beide Seiten so irgendwie sich in die Schuhe schieben. Weil man ja auch im Krieg Presseleute eigentlich nicht erschießt. Okay, na dann gebe ich nur 0,5 noch drauf. Sagen wir 4,5. Mhm. Gut. Okay, gerne. Alles klar, Leute. Das war die nicht ganz so positive Ausgabe, wie ich dachte, aber es ist echt schwer, Alter. Vielleicht es ist versuchen schwer. Wir das nächste Woche nochmal oder so, weil das war jetzt auch nur echt spontan. Oder, In unserer grausamen Welt gibt es einfach keinen Grund, positiv zu sein. Ja. Außer Corona. Ich glaube, wenn man die Sachen, die man sich so aufschreibt, dahin vorbereitet, dann ist das schon easy machbar, aber es war halt jetzt. Dann habe ich mich über die Rentner noch in Rage geredet. Wir haben es ja eh voll vergessen. Gestern Nacht noch, als ich noch in der Badewanne war, hast du dann nochmal geschrieben und ich dachte, stimmt, ja. Ich hab ja einen Podcast ganz vergessen. Ich war halt auch voll nicht auf, morgen ist Samstag irgendwie, es war echt. Und letzte Woche du irgendwie Donnerstag schon geschrieben, yo, wie sieht's morgen aus? Ja. Alles völlig verdreht. Ach, mir geht's immer so, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Ich habe ein Zeitgefühl. Ich glaube, der Podcast ist jetzt rum, weil im Hintergrund höre ich so Musik. Oh, wie schade. Ja, gut. Dann nächste Woche wieder. Ja, nächste Woche, da wird bestimmt viel passieren. Und ich hoffe, eure Hunde treten nicht auf Bienen. Das wäre sehr traurig. Und vielleicht sieht man auch den einen oder anderen auf den Ärztekonzerten. Oh ja. Das wäre nice. Tschüss, Leute, tschüss.